ältester Nexen. Fuck, fuck, fuck. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde Fallout 4. Und ihr seht, wir haben uns ein bisschen ausgerüstet in der Zwischenzeit. Wir haben jetzt eine Power-Rüstung und einen Raketenwerfer. Der Raketenwerfer hat noch 26 Schuss. Ich bin hier wieder hingelaufen. Wir haben auch ein paar Stimpacks dabei. Davon benutze ich jetzt direkt mal eins, um mich ein bisschen hochzuheilen wenigstens. Da kommen wir, glaube ich, auf 90. Ja, und dann gehen wir hier hoch Richtung ersten Generator, meine Freunde. Und gucken mal. Ich bin hier schon wieder hingelaufen. Da rechts war doch auch was, ne? Was war das? Der stirbt nicht nach einem Schuss, okay? Das ist ja krass. Zwei Schüsse reichen auch nicht. Hat der einen Raketenwerfer am Start? Nee, Cotsworth ist da am Start. Drei Schüsse reichen. Was hatte der so dabei? Melone? Was hatte der so? Wo liegen denn seine Leichenteile? Ah, hier hinten. Fusionszelle, die ist wichtig, weil wir haben ja einen Poweranzug, meine Freunde. Eine Powerrüstung, Entschuldigung. Und ja, dann gehen wir mal hier rein und gucken mal. Hier müssen wir ja, glaube ich, rein. Für den ersten Generator. Ja, war harte Arbeit, sich die Dinger zu besorgen. Ich musste erstmal eine Powerrüstung wieder finden. Hier sind aber noch mehr von den Viechern. Ich weiß, ich mache es mir gerade ein bisschen einfach, indem ich einfach alles mit so einem Raketenwerfer abknalle. Das hat nicht geklappt. Ich nehme mal kurz eine andere Waffe. Kampfgewehr. Weil die Sache ist, ich kriege ja eh kaum Damage. Dann kann ich auch eine andere Waffe nehmen. Aber der erste Generator ist schon mal zerstört, Freunde. Das ist schon mal sehr nice. 5 Moon, hatte der noch was dabei hier? Fusionszelle. Nein, da brauche ich nichts mehr. Dann fahren wir mal wieder runter, meine Freunde. Zum nächsten. Eieiei. Ich weiß, ich habe es ein bisschen sehr einfach gemacht. Runner des Instituts. Ah, die helfen mir jetzt. Unit X688 spricht in höchsten Tönen von Person identifiziert. Okay. Hier um die Ecke ist bestimmt wieder jemand. Ja, da ist ein Ritter. Kommt vorne. Ihr dürft auch was machen. Bam. Soll ich wieder den Raketenwerfer nehmen? Mann, Freunde. Fuck. So. Da sind Gegner, oder was? Komm, stirb doch einfach, ey. Gibt's doch nicht. Mit dem Raketenwerfer geht's halt ab, ne? Das war aber vorher klar, dass ich damit leichter durchkomme. Kommen da jetzt so viele, oder was? Da hinten sind noch mehr, scheinbar. Irgendwo. Was haben die so dabei? Wow, da oben. Fuck, fuck, fuck. Weg hier. Oh, block doch nicht. Oh, das gibt es nicht, Freunde. Ah, der nächste ist irgendwo in die Richtung eher, oder? Würde ich jetzt schätzen. Hier ist ein Turm. Irgendwo da hinten ist der. Hier.
So, alle zerstört. Wohin müssen wir jetzt? Erreiche Liberty Prime. Irgendwo da hinten wahrscheinlich jetzt. Okay. Die laufen auch alle in die Richtung. Ah, da oben. Oh, fuck. Okay, ich heile mich mal eben. Ah, ja, ja, meine Freunde. Hab ja zum Glück genug dabei. Hallo, lad mal nach hier. Nicht getroffen. Das war fail. Wo ist denn der hin jetzt? Da oben. Treffe ich den nicht oder stirbt er einfach nicht? Das gibt's doch nicht, ey. Muss ich mal die Waffe wechseln in der Tat. Kampfgewehr. Auch wenn das kaum was bringt, aber na, anders kriegen wir den jetzt nicht down. Aber mein Team könnte ruhig mal mitschießen. Boom. Einer ist auf jeden Fall schon mal down. Das ist nice. Gehen wir mal hier hoch. Hallo? Lass mich doch durch. Stell Teleporter-Signale auf. Wo hatten wir die denn? Haben wir die noch aktiviert? Institut Peisende. Ah, komm schon, werf das doch hin hier. Machen wir eigentlich gerade ganz gut, glaube ich. Wo ist denn hier der Gegner? Da unten kommen Gegner. Ach, ich muss mich da nicht rein. Ich dachte, ich muss mich rein, aber... One of these Institutes. Da ist ein Vertibird, sehe ich gerade. Den hole ich mal kurz runter. Oh. Oh, ich bin runtergefallen. Fuck. Entdeckung. Paladin Dance ist es, der am Start ist. Interessant. Damn, Paladin Dance ist schon mal tot. Noch weiter nach oben. Da ist noch ein Ritter. Bam, das war's mit dem Ritter. Wir nehmen mal wieder die andere Waffe. Da ist noch ein MK-Geschützturm. Prozent. Von oben oder wo? Da drüben! Ältester Maxen! Fuck, fuck, fuck! Lass mich doch durch! Wieder runtergefallen, oh Mann. Ich brauch Stimpacks, Freunde. Ältester Maxen war da einfach.
Raketenwerfer und nach oben. Go, go, go. Ich hab's 100% abgeschlossen. Evakuiere den Flughafen. Wohin müssen wir? Luftangriff der kommunistischen Streitkräfte wird fehlschlagen. Oh fuck, ich kann da nicht rüber. Einleitung von Direktive. Was ist das für ein Affe hier? Warum ist hier ein Gorilla? 9, 5. Vernichtung aller Kommunisten. Zeit zu gehen, Sir. Okay. Wir bewegen uns per Transmission an einen sicheren Ort. Okay, okay. Fuck, ey. Was war das? Ah, der Raketenwerfer hat's echt gebracht, Freunde. Eieiei. Hab extra gegoogelt, wo bekommt man den, dies, das. Ich wollte das jetzt nicht alles zeigen, weil ich das Spiel halt auch langsam mal durchhaben will, ne? Und ja, das hätte sonst zu lange gedauert, glaube ich. Langsam will ich einfach mal fertig werden. Eieiei. Ah, der Raketenwerfer und der Poweranzug auch, die Powerrüstung. Die haben mir das Leben gerettet. Bam! Okay. Das ist in Luft aufgegangen. Hey, Dr. Hicks und Dr. Loken werden das Institut nie wieder bedrohen. Level up. Nice. Habe ich keine Moon mehr? Oh, okay. Sprich mit Vater. Dann gehen wir doch mal zu Vater. Vorher machen wir aber noch das Level up kurz. Was nehmen wir denn? Habe ich das schon vorher? Härte? Ich hatte doch irgendwas. Hacker? Lokale Anführer, das habe ich vorher. Groß und schwer. Hm. Was ist das hier? Das sieht lustig aus. Okay. Machen wir mal hier oben irgendwas noch. Komm, machen wir mal stärker. Und dann gehen wir ins Institut, meine Freunde. Mit Vater reden. Und gucken mal, was der so zu sagen hat. Eieiei, war das ein Fight, ne? Ah, der Raketenwerfer, der hat echt mir das Leben gerettet. Ich wusste, ich brauche Schlagkraft da. Weil, ihr habt es selber gesehen. Ich hätte zwar jetzt auch mit dem Dings, mit der Piste weitermachen können, aber dann hätte ich noch mehr fucking Dinger gebraucht. Gut, dass du den Abtrünnigen. Der ist wieder irgendwo oben. Das Problem ist jetzt, ich sehe nicht, wo der ist, weil ich den Poweranzug anhabe. Noch ein weiter oben, okay. Wechseln wir mal die Waffe, weil die bringt's ja jetzt nicht mehr, der Raketenwerfer. Wir haben keine Moon. Wir müssen jetzt quasi auf das Kampfgewehr vertrauen. Stirbt er gerade? Ah, da bist du ja. Oder schläft er da? Ich habe die Neuigkeit erfahren. Aber du wärst ja nicht hier, wenn es kein Erfolg gewesen wäre. Richtig. Wie gut, dass es funktioniert hat. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Wir sind jetzt alle in Sicherheit. Im Augenblick? Ja. Muss ich jetzt echt die Minuteman? Es wird immer Bedrohungen geben. Du musst wachsam sein. Ellie war dem Institut immer treu ergeben. Und mir. Du kannst dich auf ihre Hilfe verlassen. Sobald ich gegangen bin, liegt alles in deiner Hand. Okay. Gibt es keinen anderen Weg? Eine andere Behandlung, die dir helfen könnte? Nichts von Dauer. Nein. Das Unvermeidliche ließe sich hinauszögern, aber zu immer höheren Kosten. Ich habe entschieden, dass es das nicht wert ist. Mach dir keine Sorgen um mich. Blick nach vorne. Konzentriere dich auf die Zukunft. Unsere gemeinsame Stirbt Zeit jetzt der Sohn. War seltsam, nicht wahr? Ich habe mich viele Jahre lang gefragt, wie du wohl bist. Was wir alles verpasst haben. Du sollst wissen, dass ich dankbar bin. Für die Zeit, die wir hatten.
Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Ich auch. Danke. Vater, du hast deinem Jungen geholfen, seine Träume zu erfüllen. Ich glaube, ich möchte jetzt schlafen. Ist er jetzt tot? Ich habe Sean verloren. Kann von vorne anfangen. Ich schließe meine Augen und ich sehe mein Leben vor all dem hier. Vor den Bomben. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern. Und die Zukunft, die man für sich geplant hat, ist verschwunden. Ob man bereit ist oder nicht. Und irgendwann passiert das jedem von uns. Das war nicht die Welt, in der ich leben wollte. Aber es war die, in der ich leben musste. Das Commonwealth. Meine Heimat. In Stücke gerissen und wieder zusammengesetzt. Ich dachte, ich hatte gehofft, meine Familie zu finden, der Zeit eins auszuwischen, uns wieder zusammenzubringen. So wie früher. Aber jetzt weiß ich es. Ich weiß, dass ich nicht zurück kann. Ich weiß, die Welt hat sich verändert. Und der Weg, der vor mir liegt, wird kein leichter sein. Aber dieses Mal bin ich bereit. Denn ich kenne den Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krass. Müssen wir jetzt noch irgendwas machen? Abgeschlossen, atomare Familie. Bereit für die Zukunft. Oh, wir kriegen richtig viele EP. Haben wir irgendeine Mission noch, eine neue? Ich guck mal kurz. Moment, das war jetzt kein Abspann eigentlich, oder? Nehmen wir ein Säuberer. Ne, das nicht, das nicht, das nicht. Also so wirklich was Neues haben wir nicht, oder? Ich würde sagen, das Spiel ist durch. Aber ich bin mir ziemlich unsicher, ob das wirklich durch ist. Sonstiges. Das war das Letzte. Wo liegt Vater tot? Wo bin ich überhaupt hier? Hier liegt er tot. Hier lag der tot. Wo ist er hin? Er ist weg. Der ist weg, meine Freunde. Also das klang ganz nach dem Ende gerade, dieser Abspann. Von daher... Ja, man kann jetzt noch die Nebenmissionen machen, klar. Aber, das ist halt keine Hauptmission mehr. Von daher würde ich in der Tat sagen, ja, das war's mit Fallout 4. Danke, dass ihr alle dabei wart, fleißig mitkommentiert habt. Hätte ich gewusst, dass es jetzt schon vorbei ist, hätte ich vielleicht die Zwischensequenzen auch noch alle gezeigt. Leider habe ich die gar nicht erst aufgenommen, weil ich wusste, okay, ich muss Sachen holen, Sachen holen, Sachen holen. Das ist eh mehr oder weniger uninteressant. Aber da ich das Spiel jetzt durch habe, würde ich mich mal freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ich als nächstes machen soll, weil, ja, ich habe jetzt wieder nur 3 Projekte am Tag sonst. Ansonsten, ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und über eure Kommentare freue ich mich natürlich auch immer. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag, sage bis dahin, haut da rein, ciao!